Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. Heute erfährst du 5 Methoden, die du als Anfänger nicht anwenden solltest, denn sie sind von der Intensität zu hoch, sie verhindern langfristig erfolgreichen Muskelaufbau, weil du einfach viel zu hoch startest. Und deswegen ist es wichtig, dass du diese 5 Methoden kennst, die zwar sehr effektiv sind, aber für einen Anfänger eigentlich gar nicht geeignet sind. Da habe ich ein Beispiel. Damals, als ich so 18 Jahre alt war, habe ich Pizza ausgefahren und da kam ein Ferrari angefahren, Fahrschul-Ferrari. Und dann habe ich ihn gefragt, wie schaut es denn aus, kann man da mal eine Runde fahren? Und dann konnte ich da auch eine Runde mit dem Ferrari fahren, war ganz cool. Und dann kurze Zeit später wird mir erzählt, dass der Ferrari irgendwie an die Wand geknallt ist. Und zwar hatte ihn eine Frau, ist ihn gefahren, viel zu früh, sie wollte gleich am Anfang dieses Teil fahren, Kupplung getreten, irgendwie gegen den Baum geknallt und das Auto ist kaputt. Was will ich damit sagen? Ein absoluter Anfänger hat nichts mit einem Ferrari zu suchen, ja. Man braucht Erfahrung. Das ist ganz normal. Es hat nichts damit zu tun, ob er irgendwann ein guter Fahrer wird. Man fängt einfach mal klein an. Und beim Fitness ist genau das Gleiche. Man braucht eine koordinative Seite. Also man muss erstmal schauen, wie reagiert mein Körper überhaupt koordinativ. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Übungen mache, die mit Kurz- oder Langhandeln sind, wie bewege ich das Ganze? Habe ich da eine Koordination? Dann außerdem ist die Belastung deutlich höher. Das heißt, wenn ich zum Beispiel heute anfange, mein allererstes Training, ich nehme gleich, sagen wir, 50 Kilo Bizeps Curls und ich schaffe die irgendwie, dann ist das eigentlich viel, viel zu hoch angelegt, weil ich dadurch einfach meinen Körper zu sehr überlaste. Und die allererste Trainingsmethode, die zwar sehr effektiv ist, aber für Anfänger nicht geeignet, ist HIIT-Training, High Intensive Training. Funktioniert folgendermaßen, du machst pro Übung 1 bis 2 Sätze richtig, richtig intensiv, volles Gerät. Und danach brauchst du eigentlich gar nicht mehr, weil der Reiz so hoch ist, dass es ausreicht. Das heißt, du nimmst extrem hohe Gewichte, du gehst sehr an die Leistungsgrenze. Und genau das ist das Problem bei dem Ganzen, denn du bekommst eine Muskelüberreizung. Die Gewichte sind viel zu schwer. Koordinativ hast du Probleme und der Muskel ist total übersäuert. Also High Intensive Training ist für Anfänger nicht geeignet. Die zweite Methode sind Teilwiederholungen. Das heißt, wenn ich nicht mehr kann, dann mache ich so halbe Wiederholungen, versuche noch irgendwie eine Bewegung hinzubekommen. Hauptsache, der Muskel wird noch irgendwie gereizt. Auch das ist eine super Methode, wenn man schon sehr lange trainiert. Dann kann man sagen, ich baue die mal wieder mit ein. Ein neuer Trainingsreiz ist ja gut. Aber das Problem ist, dass bei Teilwiederholungen auch ein sehr hohes Verletzungsrisiko besteht und vor allem Anfänger, die gar keine Ahnung haben, wie die Übung sauber auszuführen ist. Wenn die gleich am Anfang voll an ihre Grenze gehen, dann verheben sie sich, zum Beispiel der Bizeps Curls, nehmen alles aus dem Rücken. Das heißt, sie trainieren den bestehenden Muskel gar nicht mehr optimal und sie können sich durch Verheben, dadurch, dass sie halt unbedingt dieses Gewicht schaffen wollen, auch noch verletzen. Außerdem ist es so, dass sie diese Grenzen von sehr schwerem Gewicht einfach nicht einschätzen können. Man kann als Anfänger nicht einschätzen, wie es ist, wenn man sehr stark an seine Leistungsgrenze geht. Deswegen testet man auch das Ganze ganz langsam. Und das Gute ist ja, und das sehen ja viele Anfänger nicht, im ersten Jahr, wenn man richtig trainiert, man braucht nicht die exorbitanten hohen Gewichte, dann wird man trotzdem sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Und die meisten werden nicht glauben, dass man sowas in einem Jahr erzielen kann. Deswegen wichtig ist es, dass du mit den Belastungen nicht so sehr übertreibst. Du brauchst eine Trainingsgrundlage natürlich, also wo du erstmal eine gewisse Zeit einfach nur die Übungen lernst, ohne auf die Gewichte zu schauen. Und dann geht es erstmal darum, dich ganz langsam an diese Belastung zu gewöhnen. Wir gehen weiter. Dritte Möglichkeit, die man als Anfänger nicht anwenden sollte, sind Dropsätze. Dropsätze funktioniert so, ich mache jetzt zum Beispiel 3 Übungen Bizeps und in der letzten Übung, im letzten Satz sage ich jetzt, mache ich immer Dropsätze, das heißt, ich mache Bizeps Curls. Meistens macht man das am Kabelzug, geht natürlich auch woanders, aber das heißt, dann nehme ich einen Kabelzug, mache hier zum Beispiel mit 30 Kilo Bizeps Curls am Kabelzug, dann gehe ich gleich danach runter, wenn ich nicht mehr kann, 20 nochmal, dann mache ich nochmal runter auf 10, ohne Pause mache ich dann mit 10 Kilo so viele Wiederholungen, wie ich schaffe. Und bei Dropsätzen auch wieder für Fortgeschrittene. Fortgeschritten sind für mich Leute, die schon länger als ein Jahr trainieren. Also man muss schon ein Jahr kontinuierlich trainieren, um aus dieser Anfängerphase rauszukommen. Das heißt, auch hier ist eine sehr, sehr hohe Intensität. Der Muskel wird überreizt, was zu einem
was dann langfristig zu Verletzungen, zu einer sehr langen Regeneration führen kann. Das ist für einen Anfänger einfach nicht notwendig. Dann kommen wir zur vierten Methode. Das ist Pit Force, auch eine sehr gute Trainingsmethode, die aber auch für Anfänger nichts geeignet ist. Bei Pit Force ist es so, dass du nach jeder Wiederholung eine kurze Pause machst und die Wiederholungen ziehen sich dann immer mehr. Das heißt, die Intensität steigt dann natürlich. Und wenn du dann, sagen wir, bei 12, 13 Wiederholungen bist und kannst eigentlich nicht mehr, dann verlängerst du einfach die Pause und machst noch eine Wiederholung. Und das zieht sich so lang, bis du den gewünschten Wiederholungsbereich erreicht hast. Das ist auch eine gute Möglichkeit, aber auch hier ist die Intensität einfach zu hoch. Die Gewichte sind viel zu schwer. Das komplette Nervensystem kann da zusammenbrechen, das zentrale Nervensystem. Und die Muskelerschöpfung ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, weil man sehr stark an seine Leistungsgrenze geht. Deswegen empfehle ich auch hier Pit Force, super Möglichkeit, aber nicht unter, ich sag sogar, 1,5 Jahren Erfahrung Minimum, um bei Pit Force anzufangen. Es gibt natürlich Leute, die sind fit mit koordinativem Training, weil sie vielleicht Turnen machen, weil sie vielleicht andere Sportarten machen, wo sie koordinativ sehr fit sind. Aber die Belastung würde ich nicht übertreiben. Du wirst auch ohne maximal an die Leistungsgrenze zu gehen, super Ergebnisse erzielen. Und die letzte ist die umgekehrte Pyramide. Die normale Pyramide ist ja so, man fängt mit kleinem Gewicht an, wird immer schwerer, dann gehen auch die Wiederholungen runter. Bei der umgekehrten Pyramide fängt man gleich sehr, sehr intensiv an, also mit, sagen wir, 8 Wiederholungen, 100 Kilo Bankdrücken. Und dann geht man immer weiter runter. Das Gefährliche ist auch hier, dass man sich wirklich ordentlich aufwärmen muss. Man hat eine extrem hohe Belastung, was natürlich auch sehr ungewohnt ist für einen Anfänger. Das Muskelgefühl und der Körper ist noch nicht ausreichend erforscht, hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Aber ein Anfänger kennt es nicht, mit schweren Gewichten wirklich an die Leistungsgrenze zu gehen. Und ich habe es leider häufig gemerkt, bei mir auch. Ich bin in frühen Jahren sehr stark an die Leistungsgrenze gegangen. Und ich empfehle es eigentlich nicht, weil man dann sehr schneller braucht, um sich zu regenerieren. Man hat ständig Muskelkater und das braucht man alles nicht, weil ein Anfänger sehr viel einfacher mit sehr viel weniger Reiz optimal Muskeln aufbaut. Also nochmal Kurzfassung, HIIT, Teilwiederholungen, Dropsätze, Pit Force und umgekehrte Pyramide. Das sind 5 Trainingsmethoden, die du nicht einsetzen brauchst, weil die als Anfänger einfach viel zu intensiv sind. Da reicht ein lockeres Ganzkörpertraining 2 bis 3 Mal die Woche, das reicht vollkommen aus. Und nochmal eine Sache zu sagen, ein Ganzkörpertraining ist kein ineffektives Training. Ich habe es in den letzten paar Wochen auch immer wieder eingesetzt, weil ich es ganz gut finde, häufiger in der Woche einen Trainingsreiz zu setzen, mit nicht ganz so vielen Sätzen pro Muskelgruppe. Also ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Mach's gut, bis dahin, dein Flavio Simonetti, Retter der Dünnen. Ich glaube, die ganz motivierten Anfänger, die werden jetzt sowieso die Trainingsmethoden machen. Die denken sich, der Simonetti hat sowieso keine Ahnung, oder? Naja, mach, was du willst. Ich habe dir gesagt, was aus meiner Erfahrung richtig und gut ist. Und deswegen gib dem Video ein Like, kommentier es, sag, was du davon hältst, ob du die gleichen Erfahrungen gemacht hast. Und abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, um noch mehr wichtige Videos zu bekommen. Und wenn du wissen willst, wie man als dünner Kerl muskulös durchtrainiert und stark wird, dann geh unterhalb des Videos. Dort bekommst du meinen Muskelaufbau-Trainingsplan. Und weitere Videos findest du hier unten für mehr Videos. Also mach's gut, dein Flavio Simonetti, Retter der Dünnen.